Good morning, everyone, and welcome to our second day of our online conference here in Austria. Guten Morgen euch allen und herzlich willkommen zu unserem zweiten vollen Tag der Online-Konferenz. We would like to welcome all who have joined us in Zoom here and also through YouTube live. Wir möchten euch alle hier recht herzlich willkommen heißen auf Zoom und auch all jene, die uns auf YouTube live zugeschaltet sind. We would like to start our meeting straight away with a song, and Brother Fabian will display the song on the screen. Wir möchten dieses Treffen gleich starten mit einem Lied und der Text wird wieder eingeblendet. In our medical presentation, I would like to invite Brother Janos Gross to lead us in prayer. Wir beginnen jetzt unsere Medizin oder unsere Gesundheitsstunde und ich bitte, dass Bruder Janos mit uns betet. Allmächtiger, gütiger, himmlischer Vater, wir kommen vor dein heiliges Angesicht und wir danken dir von ganzem Herzen für die Gelegenheit, die du uns jetzt schenkst. Wir bitten dich, möchtest du helfen, dass wir die Worte, die wir jetzt hören, auch richtig verstehen. Und besonders bitte ich dich um den Heiligen Geist, dass du dem Bruder die richtigen Worte eingeben möchtest. Wir danken dir, dass du so gnädig zu uns bist. Und unter allen Umständen hast du uns bewahrt, dass es uns wohl aufgeht, dass es uns gut geht. Und wir bitten dich, du möchtest uns leiten und lenken auch weiterhin. Wir danken dir für das große Opfer, das du für uns dargebracht hast. Und sind dir von ganzem Herzen dankbar. Wir danken dir jetzt und in Ewigkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Once again, a very warm welcome to everyone here in Zoom and in live. We have 16 people watching us. Nochmal herzlich willkommen allen in Zoom und auch allen auf YouTube. Wir haben jetzt 16 Leute, die schon zugeschaltet sind. We are very sure that this number will increase as time goes. Und wir sind sicher, dass diese Zahl auch steigen wird, während die Zeit jetzt vergeht. We would like to thank the Lord that he has given us this opportunity to have this online conference. Wir danken dem Herrn, dass uns diese Gelegenheit gegeben hat, diese Online-Konferenz zu halten. And most especially we would like to thank Brother John Bear for joining us all the way from Colorado, Denver, Colorado. Und wir danken auch ganz besonders Bruder John Bear, dass er uns beitritt, den ganzen Weg eigentlich aus Colorado, Denver. Brother John Bear is the General Conference Medical Missionary Department Leader. Bruder John Bear ist der Leiter der Medizin, also der Generalkonferenz der medizinischen missionarischen Abteilung.
and has graciously agreed to meet us on our conference. And we thank you, Brother John, for joining us. Und wir danken dir, Bruder John, und wir danken dir, Bruder John, dass du eingewilligt hast, bei uns zu sein. Und wir danken dir, dass du uns jetzt beigetreten bist. We are looking forward to hearing the message. Thank you. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Botschaft, die du für uns hast. Thank you so much. The privilege is mine. I'm so happy to be here with all of you by virtual means. Vielen Dank. Das Privileg ist auch auf meiner Seite. Ich bin froh, dass ich hier auf diesem virtuellen Weg mit euch sein kann. I have pleasant memories of Austria. Ich habe sehr angenehme Erinnerungen an Österreich. I wish I could be there, but virtual is better than nothing. Ich wünschte, ich könnte jetzt persönlich bei euch sein, aber virtuell ist besser als gar nichts. I remember 2000, I think it was 2002 or 2003, I was in Austria. Ich erinnere mich daran, ich glaube, es war 2002 oder 2003, da war ich in Österreich. And the memories of the beauty of your country and the history still stays with me. Und die Erinnerung an die Schönheit dieses Landes und auch der Geschichte dieses Landes, die bleiben mir immer in Erinnerung. We would like to consider for our health subject the importance of little things. Wir wollen für diese Gesundheitsstunde das Thema betrachten, die Wichtigkeit kleiner Dinge. We're going to look at it from a health perspective, but we're also going to interface it with a spiritual lesson. Und wir wollen das aus einer Gesundheitsperspektive betrachten, aber es auch mit einer geistlichen Lektion verknüpfen. And so for consideration, I would like to turn to a Bible text in your Bible, Luke chapter 16 and verse 10. Und wir wollen dazu uns anschauen, Lukas Kapitel 10. Lukas 16, Vers 10. Luke 16, 10, ja? Luke 16, 10. Here we are told, 16, 10. Here we are told that he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in least is also unjust in much. Hier wird uns gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. So we see the importance of little things. Also wir sehen die Wichtigkeit von kleinen Dingen. Little things are important from a spiritual perspective, and little things are also very important and impactful as it relates to our health. Kleine Dinge sind im Geistlichen sehr wichtig, aber auch im Gesundheitlichen hat das einen sehr großen Einfluss. So the life impact of little things is what we would like to consider. Also wir wollen uns heute anschauen den Lebens oder den Einfluss auf das Leben von kleinen Dingen oder die kleine Dinge auf das Leben haben. We are told in Songs of Solomon that the foxes, the little foxes, they are the ones that spoil the grapes. In Hohelied Kapitel 2, Vers 15 wird uns gesagt, dass es die kleinen Füchse sind, die die Weinberge verderben. Little foxes may be cute, but they can be destructive. Kleine Füchse mögen vielleicht süß sein, aber sie können zerstörerisch sein. And COVID-19, the disease that is impacting our world, und COVID-19, diese Krankheit, die ganze Welt jetzt beschäftigt, may be a very, very small organism, but it has a very large impact. Mag nur ein ganz kleiner Organismus sein, hat aber eine riesige Auswirkung. So COVID-19 is deadly, but I would like to also pair it together with something that is even more deadly than COVID-19. Also COVID-19, das mag sehr tödlich sein, aber ich möchte jetzt über etwas sprechen, was sogar noch tödlicher ist als der Coronavirus. The word virus, the etymology of that word comes from the Latin. Also das Wort Virus kommt aus dem Lateinischen.
And it refers to something that is poisonous, noxious, or slimy. Und bezeichnet etwas, das giftig, noxious, I don't know that word. And slimy. Ja, und schleimig. Also auf jeden Fall giftig und schleimig. Und ich schaue jetzt ganz kurz nach, was dieses noxious bedeutet. Ja, ungesund, schädlich. So viruses are microscopic organisms that exist in our world. Also Virusse sind mikroskopische Organismen, die in unserer Welt eigentlich überall existieren. They can affect all kinds of animals, plants, fungi and even bacteria. Also sie können alle betreffen, eigentlich Tiere, Pflanzen, sogar Pilze und Bakterien. And they exist almost everywhere in our world. Und sie existieren auch eigentlich überall in unserer Welt. So for example, one drop of surface water has 10 million of them. Also zum Beispiel hat ein Tropfen von so einem, also von der Oberfläche vom Meerwasser, hat 10 Millionen Viren. And they are very, very numerous. Und sie kommen eben in sehr, sehr hohen Zahlen vor. Actually, they outnumber every other living organism on the planet. Also sie übertreffen auch jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten in der Zahl. Some viruses are not deadly, while others are. Manche Viren sind nicht tödlich, andere jedoch schon. And they also are sometimes species specific. For example, they may affect a cat, but they may not affect a dog. Und sie sind manchmal auch spezifisch auf bestimmte Spezies. Zum Beispiel können sie eine Katze betreffen, aber einen Hund nicht. What makes viruses unique is that they cannot replicate without a host. Was an Viren besonders ist, ist, dass sie sich nicht replizieren können, also nicht vermehren können ohne einen Wirt. So they are classified as parasitic. Und deswegen werden sie als Parasiten klassifiziert. And they are considered again the most numerous of all living organisms on the earth. Und sie werden eben nochmals als das zahlreichste oder der zahlreichste Organismus dieser Welt. Ja. They're very, very small in size. They are a little thing. Sie sind sehr klein, wenn es um die Größe geht. Sie sind wirklich eine kleine Sache, kleine Angelegenheit. So if we want to compare them to bacteria, they are only 1/100 the size of a bacteria. Also wenn wir das zum Beispiel mit einem Bakterium vergleichen wollen, das ist nur 1/100 eines Bakteriums in der Größe. So they contain DNA or RNA. Also sie enthalten entweder DNA oder RNA. And they also have a protein coat and a lipid envelope. Sie haben einen Mantel aus Protein und eine Flüssigkeit, die sie umgibt. Viruses do not contain ribosomes, so they cannot make protein. Also Virusse enthalten keine Ribosomen, das heißt, sie können keine Proteine herstellen. So they are totally dependent on their host. Und das macht sie eben total abhängig von ihrem Wirten. So they are the only microorganism that cannot reproduce without a host. Also sind der einzige Mikroorganismus, der nicht sich fortpflanzen kann ohne Wirt. So here we see how the virus works. We have a virus here in our little sketch. Und hier sehen wir in dieser kleinen Skizze, wie der Virus hier aufgezeichnet ist. The virus finds a host cell. Der Virus findet eine Wirtzelle. It enters that host cell. Geht in diese Wirtzelle hinein. And then it releases its RNA. Und dann lässt es dort seine RNA frei. The RNA finds the nucleus of that cell.
Die RNA findet den Zellkern dieser Zelle and takes over the nucleus of that cell. Und übernimmt dann sozusagen den Zellkern dieser Zelle. Here in the nucleus of the cell, the viral DNA uses the host to create new RNA. Und hier jetzt in diesem Zellkern dieser Zelle übernimmt jetzt diese Virus-RNA, um jetzt mehr von ihrer eigenen RNA freizugeben. These RNA are assembled and more viral particles are created within that cell. Also die tun sich dann zusammen und es werden jetzt immer mehr Virenpartikel gebildet in dieser Zelle. This host cell then has created, as if it were a factory, many new virus particles. Und diese Wirtzelle hat jetzt wie eine Fabrik viele, viele neue Viruse hergestellt. These viral particles or new viruses are released and often the cell that was the host is destroyed. Diese Viruspartikel werden dann freigegeben oder diese Viren werden freigegeben und sehr oft ist diese Wirtzelle danach völlig zerstört. Because viruses, especially COVID-19, are dangerous and deadly. Weil Virus sehr gefährlich sind, besonders auch dieser COVID-19 und auch tödlich. Many people that work with them or are exposed to them wear protective equipment, personal protective equipment. Verwenden viele, die damit arbeiten, eine persönliche Schutzkleidung. Healthcare providers and other researchers are dressed usually in this manner. Also eben Gesundheitsdiensteanbieter oder Forscher sind dann in dieser Art und Weise oft angezogen. These are the pictures that we saw of China when the virus first expressed itself in that country. Also dies sind die Bilder in China, als dieses Virus zum ersten Mal sich zum Vorschein kam. We see that even people wore certain types of protective gear, for example, face masks. Wir sehen, dass sogar die Menschen hier eine gewisse Art von Schutzbekleidung tragen, zum Beispiel hier diese Schutzmasken. Everything in order to protect from a little thing. Alles nur, um sich von einer kleinen Sache zu schützen. Wherever people went, trains, airplanes, buses, everyone sought to protect themselves. Und überall, wo die Leute hingegangen sind, haben die Leute daran gedacht, sich davon zu schützen. Now, COVID-19 is a dangerous virus. Also COVID-19 ist ein gefährlicher Virus. But I would like to have us consider the sin virus. Ich würde gerne, dass wir uns Gedanken über das Sündenvirus machen. The sin virus is also a very, very small organism, if you will. Das Sündenvirus ist auch nur ein ganz kleiner Organismus, wenn man das so sagen möchte. And I would like to label it just like COVID-19 was labeled. Und ich würde es gern benennen, so wie COVID-19 einen Namen bekommen hat. I would like to consider that we label sin COVID Eden. Und ich würde gerne, dass wir die Sünde auch benennen, und zwar Covid-Eden. And we see when it first began. Und wir sehen hier, wann dieser Virus zum ersten Mal ausgebrochen ist. In Eden. Nämlich in Eden. A perfect place where everything was healthy and happy and enduring. Ein perfekter Ort, wo alles gesund war und wunderschön. Here we read in Genesis 3:6. Hier lesen wir in 1. Mose 3:6. And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eye and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband and he did eat. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass seine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht
und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. This is the beginning, the introduction of COVID Eden into the human race. Das war der Ausbruch von COVID Eden in die Menschheit. Now, we see just three chapters later in Genesis 6:5. Nur drei Kapitel später in 1. Mose 6:5 sehen wir. We see how fast COVID Eden spread. Sehen wir, wie schnell sich dieser Virus ausgebreitet hat. It says there, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Da heißt, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. So very quickly, COVID Eden spread to the entire world. Also sehr schnell hat sich dieser COVID-Eden sehr auf die ganze Welt verbreitet. Let's just do a quick comparison between COVID-19 and COVID-Eden. Both two very small, apparently small things. Also lasst uns ganz kurz über diese zwei Viren sprechen, über COVID-19 und COVID-Eden. Also zwei scheinbar sehr kleine Dinge. We see that COVID-19 is in the news every day, but COVID-Eden is hardly spoken about, even in churches. Also COVID-19 haben wir jeden Tag in den Nachrichten, in den Zeitungen, aber über den COVID-Eden spricht man sehr selten, nicht einmal, oftmals nicht mal in den Kirchen. We see that COVID-19 spread from animals to humans. Und wir sehen, dass der COVID-19 sich verbreitet vom Tier zum Mensch. And we see that COVID Eden spread also from animals to humans. Und wir sehen, dass auch COVID Eden sich von Tieren und Mensch überträgt auf Tier und Mensch. So COVID-19 possibly came from bats or other animals. Entschuldigung, also dass er auch von Tieren zu Mensch übergegangen. Also der COVID-19 ist wahrscheinlich von Tieren wie Fledermäusen zum Mensch durchgedrungen. And we saw that COVID Eden came or was introduced to humans by the serpent. Und wir sehen, dass COVID Eden durch die Schlange übertragen wurde zum Menschen. Both are highly contagious. Beide sind sehr ansteckend. Both of them are transmissible between human beings. Beide sind sehr leicht übertragbar zwischen den Menschen. The portal of entry for COVID-19 is the mouth, the nose. Also der Eingangsort für COVID-19 ist Mund, Nase, Augen. While COVID-Eden was introduced into the mouth. Und COVID-Eden wurde durch den Mund quasi zugeführt. COVID-19 involved many countries of this world. COVID-19 trifft viele Länder dieser Welt. COVID-Eden affects every human being on earth. Und COVID-Eden betrifft jeden Menschen auf der Erde. COVID-19 has no treatment. COVID-19 hat keine Behandlungsmöglichkeit. Well, thank God, COVID-Eden has a remedy, the blood of Jesus Christ. Aber Gott sei Dank, COVID-Eden hat ein Heilmittel, nämlich das Blut Jesu Christi. The death rate for COVID-19 is approximately 2.3%, depending on which country. Die Todesrate für COVID-19 ist so zwischen 2,3%, abhängig vom Land. While COVID-Eden has a death rate of 100%. Während COVID-Eden eine Todesrate von 100% hat. John Calvin, the great reformer, made this statement. John Calvin, der große Reformer, hat folgendes oder Reformator hat folgendes Zitat gesagt. The human heart is an idol factory. Gesagt, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. And truly, COVID Eden operates exactly like a virus. It enters the human heart and replicates at a rapid rate. Und wirklich, dieses COVID-Eden ist wie ein Virus, das das Herz betrifft und sich dort repliziert.
In its completion of its task, it leaves the host and leads him to death. Und wenn es sein Werk dort erfüllt hat, lässt er den Wirten tot zurück. We see that little sins are what exclude us from heaven. Wir sehen, dass es kleine Sünden sind, die uns vom Himmel ausschließen werden. Often we think of big things that are destructive. Oft denken wir nur von großen Dingen, die so zerstörerisch sind. But I would like to draw our attention. It is the little things, the little foxes, the little viruses, the little sins that are destructive and deadly to humans. Aber ich möchte uns auf diese kleinen Dinge aufmerksam machen, diese kleinen Füchse, diese kleinen Sünden, die so tödlich sind und die uns vom Himmel ausschließen. The gospel has not abolished the law or detracted one tittle from its claims. Das Evangelium hat nicht das Gesetz aufgelöst, noch nur ein i-Tüpfchen von seinen Ansprüchen weggenommen. God's law is the echo of God's own voice. Gottes Gesetz ist das Echo von Gottes eigener Stimme. The servant of the Lord in this statement says it is these little sins so common that they are often unnoticed that Satan uses in his service. Das heißt hier im Geist der Weisung, es sind diese kleinen Sünden, die so geläufig sind, dass sie oftmals nicht mal bemerkt werden, die Satan für seinen Dienst nutzt. You see, sin, little sins have become so common, they are part of our society, they are part of our world. Also, seht ihr, die kleinen Sünden, die sind so geläufig geworden, so zur Gewohnheit geworden, dass sie ein Teil unserer Welt sind, dass man sie gar nicht wahrnimmt. I don't know how it is in your country, in Austria, in Europe, but in America, when COVID-19 hit, something very interesting happened. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in Europa und so, aber bei uns, als der COVID-19 ausgebrochen ist, ist etwas sehr Interessantes passiert. In our stores, toilet paper disappeared. There was no toilet paper to be found because people bought it and bought it all. Also bei uns in den Geschäften ist einfach das Klopapier verschwunden, weil die Leute so viel gekauft haben und sie haben quasi die Regale völlig leer gekauft. It is interesting how human nature responds to deadly small things. Es ist sehr interessant, wie die menschliche Natur zu tödlichen kleinen Dingen reagiert. They were concerned about toilet paper, but what they really needed was soap and water. Sie haben sich so über Toilettenpapier gekümmert, aber was sie wirklich gebraucht haben, war Seife und Wasser. So it is also how we relate to the sin virus. Do we stockpile the right remedy or are we missing the solution to the sin virus? Und da ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Sündenvirus um? Holen wir uns da die richtige Lösung oder schließen wir quasi bei der Lösung vorbei und nehmen irgendetwas anderes, was wir gar nicht brauchen? The sin virus also has a vaccine and has personal protection. Also auch das Sündenvirus, gegen das gibt es eine Impfung und hat eine persönliche Schutzbekleidung. It says in Ephesians 6:11. In Epheser Kapitel 6 und hier says, ab Vers 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Da heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. See, we have personal protection, the armor of God. Seht ihr, wir haben eine persönliche Schutzbekleidung, die Waffenrüstung Gottes. Psalms 119, verse 11 says, Psalm 119, Vers 11 sagt, Thy word have I hid in mine heart, dein that Wort, I might not sin against thee. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. So the personal protective equipment for the sin virus
is nicely brought forth in the book Desire of Ages on page 311. Also geh als Schutzkleidung quasi sozusagen auch gegen das Sündenvirus wird uns das gesagt im Geist der Weisung im Buch des Leben Jesu auf Seite 311 im Englischen. He came to destroy the works of the devil, and he has made provision that the Holy Spirit shall be imparted to every repentant soul to keep him from sinning. Moment, ich schaue gerade, dass ich das finde. Okay, ich finde es jetzt auf der Schnelle nicht. Ich versuche es gleich hier zu übersetzen. Also er hat Vorkehrungen getroffen, dass der Heilige Geist jeder Seele verliehen wird, die Buße tut. Dass der Heilige Geist sie davon abhält, zu sündigen. Your weekend spiritual conference dealt with the Holy Spirit, the oil. Das Thema dieser geistlichen Konferenz hat mit dem Heiligen Geist zu tun gehabt, mit diesem Öl. So we see here that the Holy Spirit is imparted by God. Also wir sehen hier, dass der Heilige Geist verliehen wird durch Gott. And is imparted to keep every repentant soul from sinning. Und wird uns gegeben, jeder bußfertigen Seele verliehen, um sie vor der Sünde zu bewahren. So faith in Christ is needed in order to keep from sinning. Also ein Glaube an Christus ist notwendig, damit wir von der Sünde bewahrt bleiben. The treatment for the sin virus. Die Behandlung für das Sündenvirus. Only the blood of Christ can cleanse from sin. Only his power can keep men from sinning. Nur das Blut Jesu Christi kann uns von der Sünde reinigen. Nur seine Kraft kann den Menschen dazu bewahren vor der Sünde. We praise God for the remedy. We praise God for the vaccine. We praise God for the treatment, the blood of Jesus Christ, to keep men from sinning. Wir danken Gott für dieses Heilmittel, für diese Impfung gegen dieses Sündenvirus, das den Menschen davor bewahrt, zu sündigen. Now I would like to draw our attention to some other little things, little organisms that are our friends, not our foe. Jetzt möchte ich gern unsere Aufmerksamkeit zu anderen kleinen Dingen lenken, kleine Organismen, die unsere Freunde sind, nicht unsere Feinde. Aren't these beautiful when we look at these little organisms here? Sind sie nicht wunderschön, wenn wir auf diese kleinen Organismen hier schauen? By the way, when you look at viruses, they are actually very, very beautiful organisms. Nur so nebenbei, wenn man sich ein Virus anschaut, sind eigentlich sehr schöne Organismen. They are very, very symmetrical in their structure. Sie sind sehr symmetrisch in ihrer Struktur. But here we're not looking at viruses, we're looking at other little organisms. These are bacteria, and they are beautiful also, different colors, different sizes, and different shapes. Aber hier sehen wir uns jetzt keine Viren an, sondern hier sehen wir jetzt Bakterien. Und sie sind auch sehr schön. Verschiedene Farben, verschiedene Größen und verschiedene Formen. We are covered inside and outside our bodies by trillions and trillions of bacteria. Also wir sind innerlich und äußerlich von Trillionen. Mehrere Trillionen Bakterien begleitet oder. Now with these bacteria there is also a partnership. They live in our bodies and they live on our bodies. Also hier mit diesen Bakterien sind wir in einer Beziehung. Sie leben in unserem Körper und an uns und auf unserem Körper. They influence many aspects of our lives. Sie beeinflussen sehr viele Aspekte unseres Lebens. They influence our sugar level, our weight, and they even influence our mental health. Sie beeinflussen unseren Zuckergehalt, unser Gewicht und auch sogar unsere psychische Gesundheit. So, what is this microbiome?
this combination of all these little organisms, these bacteria, what is the microbiome? Also, was ist dieses Mikrobiom? How many are there? Wie viele von denen gibt es? Well, the statistics are very, very staggering. Also die Statistik ist hier sehr staggering. What's that again? The statistics are surprising. Ah, okay. Okay, also diese, thank you. Die Statistik ist sehr überraschend, wenn man sich das anschaut. So there are hundreds of trillions of these and they are more than 10,000 unique species. Also es gibt 100 Trillionen von diesen und über 10.000 einzigartige Spezien. When we compare them to the cells of our body, we find that there are 10 times more microbial cells than there are human cells. Und wenn wir das mit unserem Körper vergleichen, finden wir heraus, dass es zehnmal mehr diese mikrobiotischen Zellen gibt als menschliche. When we look at them from a genetic perspective, we will find that there are 150 times more of their genes than there are of our human genes. Und wenn man sich das auf dem Gen-Level anschaut, dann gibt es 150 mal mehr dieser Gene als unserer menschlichen Gene. So for an average person, their brain weighs about 1.36 kilograms. Also das Gehirn eines durchschnittlichen Menschen wiegt so circa wiegt circa 1361 Gramm. And if we were to look at the total microbiome in terms of the weight that they represent, it's exactly the same as the human brain. Und wenn man sich anschaut, wie viel diese mikrobiotischen, das Gewicht dieser mikrobiotischen Lebewesen ausmacht, dann ist es genau dasselbe wie dieses Gewicht des Gehirns, also mehr als ein Kilogramm. So they are very small, otherwise they would weigh more than we are, but they are very, very numerous. Also sie sind sehr klein, sonst würden sie mehr wiegen, als wir wiegen, aber sie sind sehr zahlreich. But they are beautiful as we look at them here. Aber es ist sehr schön, wenn wir uns das hier mal anschauen. When we look at the enteric nervous system, the system that represents the nerves in our GI area. Also wenn wir uns das Nervensystem des Darmes betrachten. We find that there are more than 500 million neurons. Da finden wir mehr als 500 Millionen Neuronen. And because they are so numerous, often this nervous system is referred to as the second brain. Und weil es so zahlreich ist, wird dieses Nervensystem des Darmes oft als das zweite Gehirn bezeichnet. The way the enteric nervous system is connected to the brain is via the vagus nerve. Und wie dieses Nervensystem mit dem Gehirn verbunden ist, ist durch diesen Vagusnerv. So there is a gut-brain connection. Also es gibt eine Bauchverbindung zum Gehirn. Now what occurs in this connection is a lot of crosstalk. There is communication between the ENS, the enteric nervous system, and there is crosstalk between the ENS and your brain. Also es findet sehr viel Kommunikation statt zwischen diesem Darmnervensystem und deinem Gehirn. Now let us look at how these little organisms come into this picture. Schauen wir uns mal an, wie diese kleinen Lebewesen jetzt in das Bild kommen. So here we see the vagus nerve. It is a cranial nerve. It comes directly out of the brain. Hier sehen wir diesen Vagusnerv, der direkt im Gehirn entspringt. It is the 10th cranial nerve and it does not go through the spinal cord. Also es ist der 10. Kraniumnerv, ich glaube, also Schädelnerv und es geht aber nicht durch die Wirbelsäule, dieser Nerv. So God created a special, if you will, a special connection between the gut, between the enteric nervous system
and the brain, a very special, unique connection. Also Gott hat hier eine einzigartige Verbindung geschaffen zwischen dem Gehirn und dem Bauch, zwischen diesem Darmnervensystem. So there is crosstalk between the enteric nervous system and the brain. Also es gibt hier eine Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Darmnervensystem. What is very interesting is science is now discovering that there is more information coming from the gut that is going to the brain than what was originally thought, communication from the brain to the gut. Was Wissenschaftler jetzt entdecken, ist, dass vielmehr eigentlich Kommunikation vom Bauch zum Gehirn geht, als wie man eigentlich ursprünglich gedacht hat, Kommunikation vom Gehirn zum Bauch. 10, 20 years ago in medical school, when the vagus nerve was studied and communication was studied, we were taught that information goes from the brain to the body. Vor 10, 20 Jahren, als wir auf den Universitäten gelernt haben über diesen Vagusnerv, da wurden wir unterrichtet, dass die Kommunikation hauptsächlich vom Gehirn zum Darmsystem läuft. Now, a lot of research is discovering the interesting reality that more information, and they are feeling it's about 80%. 80% of information comes from here and goes to here. Only 20% comes from the brain and goes to the GI tract. Und was jetzt eben die Forscher als Fakt eigentlich gefunden haben, ist, dass 80% der Kommunikation vom Bauch zum Gehirn geht und nur 20% vom Gehirn zum Darmsystem. So what we are finding is that communication can be good or it can be bad. Was wir hier sehen, ist, dass Kommunikation entweder gut oder schlecht sein kann. So when we look at communication that goes through the vagus nerve, good communication coming from the GI tract, it can relate to good food digestion. Also so eine gute Kommunikation zwischen diesem Gehirn und diesem Nervensystem könnte zum Beispiel sein über die Verdauung vom Essen. It can maybe relate to immune system regulation. Oder die Regulation des Immunsystems. Or it can relate to nerve system function. Oder die Funktion des Nervensystems. It can also modulate bone density, bone mass. Was kann auch die Knochendichte oder Knochenmasse modulieren. And also vitamin and amino acid production. Und auch Vitamin- und Aminosäureproduktion. On the other hand, if the communication coming from the enteric nervous system is of a bad nature transmitted to the vagus nerve, it can relate to inflammation and infection. So eine schlechte Art der Kommunikation könnte dazu führen, dass zu Infektionen oder Entzündungen. Autoimmune diseases and disorders. So Autoimmunerkrankungen. Neurological disorders. So neurologischen Problemen. And we see that it even affects disease conditions like cancer, diabetes and heart disease. Und wir sehen, dass es sogar Dinge beeinflusst wie also Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten. So we see again the impact of little things. Also wir sehen hier wieder den Einfluss von kleinen Dingen. It's all dependent on the microbial balance that is located in the GI tract. Alles hängt eigentlich von dieser mikrobiotischen Gleichgewicht ab, der sich in diesem Darmsystem befindet. These little microbial organisms are chemical messengers to your body and to your brain. Diese Mikrobiome, die sind chemische Botschaften, Botschafter in deinem Körper und deinem Gehirn. An example of one of these substances is serotonin. Und ein Beispiel dieser Substanzen ist Serotonin. We know that 80% of serotonin content has its origin in the gut. Wir wissen, dass ca. 80% dieser Serotonin seinen Ursprung im Darm hat. And what is so interesting is that these little things, these microbes that reside in the gut, they affect how much serotonin is produced.
Und es ist sehr interessant, dass diese kleinen Dinge so viel eigentlich davon, so viel Einfluss darauf haben, wie viel Serotonin letztendlich produziert wird. So let's look at this diagram, not to complicate things, but to get an understanding again in summary how this works. Lass uns kurz dieses Diagramm anschauen, nicht um Sachen zu verkomplizieren, sondern einfach um eine Idee zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. So in A, we see here the intestinal lumen. This represents the intestinal gut lumen. Also hier auf dem A sehen wir das intestinale, ich schaue jetzt kurz, das Darmlumen. Yes. Here we see the microbial products that are being produced by the microbiota. These are these little friendly organisms. These friendly organisms also produce these products. Also hier sind diese freundlichen Organismen, diese gelben Kügelchen, die diese mikrobiotischen Produkte herstellen. These microbial products, they enter into the bloodstream, into the blood vessels that are absorbed. Also diese mikrobiellen oder mikrobischen Produkte gehen da in diese Zelle rein. And here in the bloodstream, they are carried, nicht in die Zelle, sondern in den Blutfluss. And here in the bloodstream, they enter the cerebral bloodstream, the blood vessels of the brain. Und hier kommen sie dann von diesem Darmblutfluss in diesen Gehirnblutfluss. These microbial products then pass out of the blood vessels through the blood-brain barrier and enter directly into the brain. Und diese mikrobiellen Produkte, die gehen dann von dieser Gehirnblutbahn durch die Gehirnschranke in das Gehirn. And here these products modify the immune cells of the brain. Und they modify, ja? Yes. Und hier verändern sie die Immunzellen des Gehirns. Here we see another diagram that shows the same concept. Hier sehen wir ein anderes Diagramm, das dasselbe Konzept darstellt. This upper portion here represents the brain. Here also we see the brain, blood-brain barrier. Also hier sehen wir oben das Gehirn mehr oder weniger, und hier ist diese Blut-Gehirn-Schranke. Here we see the epithelial cells of the gut. Hier sehen wir die Epithelzellen des Darms. So this would be the inside of our gut. Also das wäre das wäre drinnen jetzt beim Darm. Now, what is inside in the gut is basically the microbiota, these little microorganisms. Also was jetzt im Darm letztendlich ist, sind diese mikrobiotischen Lebewesen. And what we have eaten, the foods we have eaten. Was wir gegessen haben. So what we eat, also determines what essen, kind of organisms exist in the gut. Was wir essen, führt letztendlich dazu, was für Mikroorganismen in unserem Darm existieren. Because these organisms, these little bacteria, are food specific. Weil diese kleinen Mikroorganismen also abhängig sind von der Ernährung. So if we eat certain kinds of foods like are depicted here to the right, sugar. Also wenn wir bestimmte Arten von Nahrungsmitteln essen, die hier rechts dargestellt sind, wie Zucker. Or high fat or meat or these kinds of foods. Oder Nahrungsmittel, die sehr hohes Fett haben oder Fleisch. We will promulgate or we will feed a certain type of organism. These foods, werden wir dadurch eine bestimmte Art von Mikroorganismen ernähren. It is interesting to note that certain organisms are very friendly in what they do to our bodies, while others are destructive. Also es ist interessant zu bemerken, dass manche Lebensmittel sehr gut für uns sind und andere sehr zerstörerisch.
We don't want to go through all of this, but we can see that certain foods will have certain effects, which are very beneficial to our brains, while other foods, because of the messages that they send through these organisms, are inflammatory to our brains or neurodegenerative. Also was man hier einfach sehen kann, ist, dass manche Nahrungsmittel einen positiven Einfluss haben dann auf die Mikroorganismen und dadurch einen positiven Einfluss letztendlich aufs Gehirn. Und eben die anderen Nahrungsmittel, die schlecht sind, einen negativen Einfluss, das dann auch zu Infektionen führt, auch das Gehirn, Infektionen führt. Here we see again the concept. We see the gut organisms in the colon. We see their impact on the brain. Hier nochmal dieses Konzept. Hier seht ihr diese Darmmikrobiome und wie sie dann das Gehirn beeinflussen. One of the things of great research right now is how these organisms affect depression. Also eine Sache, woran gerade sehr viel geforscht ist, ist, wie diese Mikrobiome Depressionen betreffen. So little organisms in our gut, controlled by what we eat, affect how we think and how we feel. Also kleine Organismen, eben abhängig davon, was wir essen, führt dazu, wie wir denken und wie wir uns fühlen. The servant of the Lord tells us that the body is the only medium through which God can communicate to the mind. Und der Geist der Weissagung sagt uns, dass der Körper das einzige Medium ist oder das einzige Mittel ist, durch das er zu unserem Verstand sprechen kann. Hence it is so important whether we are enfeebling or we are nourishing our only medium, our mind. Und deswegen ist es so wichtig, ob wir das stärken, unseren Verstand oder schwächen. God wishes that we have mastery over ourselves. Gott möchte, dass wir die Herrschaft über uns selbst erlangen. So he desires us to be willing to be made willing. Also er möchte, dass wir bereit sind, uns willig zu machen, dann wird er uns willig machen. How important that the Spirit of the Lord works through the powers and the faculties God has given to man, namely our human brain, our mind. Sorry, could you repeat the sentence? How important it is that the Divine Spirit works through the powers and the faculties God has given to man. Ah, okay. Also wie wichtig ist es, dass Gottes Geist durch die den Menschen verliehenen Kräfte und Fähigkeiten wirkt. May God help us to act responsibly and to understand the principles that govern our being. Möge Gott uns helfen, dass wir da verantwortungsbewusst mit diesen Sachen umgehen, die so viel zu unserer Charakterbildung beitragen. One of the most deplorable effects of the original apostasy was the loss of man's power of self-control. Eine der beklagenswertesten Folgen des ersten Abfalls war, dass der Mensch die Macht der Selbstbeherrschung verlor. Ellen White tells us that only as this power is regained can there be real progress. Und Ellen White sagt uns hier, nur wenn diese Macht wiedergewonnen wird, kann ein wirklicher Fortschritt stattfinden. How important it is that human beings regain self-control in order that we may progress. Wie wichtig ist es, dass der Mensch wieder diese Selbstbeherrschung gewinnt, damit wir Fortschritte machen können? The brain nerves communicate with the entire system. Ellen White knew about this communication before science discovered it. Also die Gehirnnerven kommunizieren mit dem ganzen System. Und das ist interessant, dass Ellen White das wusste, bevor man es überhaupt erforscht hat. She says that they are the only medium through which heaven can communicate to man. Und sie sagt hier, das ist das einzige Medium oder der einzige Mittler, durch den der Himmel mit dem Menschen verkehren kann. How important it is that we follow the laws of nature that govern our bodies and
treat our bodies in a manner that heaven can communicate clearly and precisely with mankind. Wie wichtig ist es, dass wir diesen Naturgesetzen Folge leisten, damit der Himmel, damit Gott mit uns effektiv kommunizieren kann. We are told that if we individually seek with all the powers to perfect a perfect character, then we will have a perfect character. Und das heißt hier, wenn wir jeder für sich persönlich danach suchen, mit all unserer Kraft einen perfekten Charakter zu entwickeln, dann werden wir einen perfekten Charakter haben. So God challenges us. He has given us a task to do. We need to do all we can to perfect character. Also Gott fordert uns heraus. Er möchte, dass wir mit allem, was wir haben, daran arbeiten, einen perfekten Charakter zu entwickeln. And I would like to suggest and submit that perfection of character is also a function of what we eat, because what we eat affects what we think. Und ich möchte hier auch die Parallele zum Essen ziehen, weil das, was wir essen, haben wir gesehen, beeinflusst, wie wir denken und letztendlich unseren Charakter. Jesus does not change the character at his coming. The work of transformation must be done now. Our daily lives are determining our destiny. Also Jesus verändert nicht unseren Charakter, wenn er wiederkommt. Dieses Werk der Umwandlung muss jetzt geschehen. Unser tägliches Leben bestimmt unser Schicksal. So what we do every day, what we eat, how we function, how we take care of our bodies, what we do and don't do determines our destiny. Also unser Alltag, was wir essen, wie wir leben, das alles bestimmt letztendlich unser Schicksal. His example declares that our only hope of eternal life is through bringing the appetites and the passions into subjection to the will of God. Es heißt hier, sein Vorbild ist die einzige Hoffnung auf ewiges Leben, indem wir den Appetit und unsere Begierden in dem Willen Gottes unterwerfen. I'd like to underscore only hope. This is our only hope, that we bring all our appetites into control and all of our passions to the subjection of the will of God. Und ich möchte hier unterstreichen, es ist unsere einzige Hoffnung auf ewiges Leben, wenn wir unseren Appetit und unsere Leidenschaften dem Willen Gottes unterwerfen. Sometimes we wonder, how can the church become purified? Manchmal wundern wir uns, wie kann die Gemeinde Gottes gereinigt werden? This statement found in volume 9 is a very surprising and powerful statement. Und dieses Zeugnis hier aus dem Zeugnisse für die Gemeinde Band 9 ist ein kraftvolles Zeugnis und auch ein überraschendes Zeugnis. It says that the work of health reform is the Lord's means of lessening suffering in the world and for purifying his church. Es heißt hier, also das Werk der Gesundheitsreform ist Gottes Mittel, um das Leid dieser Welt zu lindern und seine Gemeinde zu reinigen. So church purification is a function of health reform. Also die Reinigung der Gemeinde ist letztendlich eine Folge der Auslebung der Gesundheitsreform. I would like to close with this statement taken from Christ Object Lesson. Ich möchte gerne mit einem Zitat lesen aus dem Buch Bilder vom Reiche Gottes. Christ is waiting with longing desire. Christus wartet mit einem sehnsüchtigen Wunsch. For the manifestation of himself in his church. Dass er sich selbst in der Gemeinde manifestiert. When the character of Christ. Und wenn der Charakter Christi. Shall be perfectly reproduced. Vollständig, vollkommen wiederhergestellt ist. In his people, then he will come to claim his own. In seinem Volk, dann wird er wiederkommen und das Seine zu sich nehmen. It's my wish and prayer that we all understand the close connection between our health
and our salvation. Es ist mein Wunsch, dass wir alle diese enge Verbindung sehen zwischen unserem Leben, zwischen unserer Gesundheit und unserer Erlösung. That we understand even the impact of little things that are within us and on us, how they affect us. Dass wir auch sehen diese kleinen Dinge in uns und um uns herum, die uns ganz stark beeinflussen. We are so grateful to God that he gave us this health message. Wir sind Gott so dankbar, dass er uns diese Gesundheitsbotschaft geschenkt hat. For the purpose of character modification and character change. Also für den Zweck der Charakteränderung. May the Lord help us to see the importance of the health message as it relates to the purification of ourselves as individuals and as a church. Möge der Herr uns helfen, dass wir erkennen, welchen Stellenwert die Gesundheitsreform haben in der eigenen Umwandlung und auch in der Reinigung der Gemeinde. This is my wish and prayer. Amen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet. Amen. Thank you very much, Brother John. It was a fascinating study. Danke, Bruder John. Das war ein sehr faszinierendes Studium. We have a little bit of a plan. If you still have available time for us, we'd like to run a Q&A after this. Wir haben noch einen Gedanken, wenn du noch ein bisschen Zeit für uns hast. Wir haben gedacht, daran jetzt noch eine Frage-Antwort-Runde anzuschließen. We can close the meeting with a song and a prayer. Wir können das Meeting jetzt beenden mit einem Lied und einem Gebet. And then straight away afterwards we can open a Q&A session where people here on Zoom and also live on YouTube can ask questions. Und dann hätte ich gern, dass wir diese Frage-Antwort-Runde machen, wo jetzt hier Leute live auf Zoom Fragen stellen können, aber auch live YouTube einfach in den Live-Chat ihre Fragen an Bruder John schreiben können. Do you think that would be okay for you to answer some questions? It will be my pleasure. I don't know that I have all the answers, but I will definitely entertain the questions. Thank you very much. Es wäre mir eine Ehre, ich würde es gern tun. Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, aber ich werde die Fragen mir sehr gern anhören. Thank you. So then we would like to close with a song and a prayer and open the Q&A session. Dann werden wir jetzt mit einem Lied und einem Gebet abschließen und dann die Frage-Antwort-Runde beginnen. Thank you.
We would like to invite the Lord's blessing upon this meeting with a prayer by Brother John Baer. Thank you. Wir möchten jetzt auch diese Frage- und Antwortrunde mit einem Gebet von Bruder John Baer beginnen. Our kind, loving Heavenly Father. Unser liebreicher himmlischer Vater. You are so concerned with your creation, we, humanity. Du bist so deine Schöpfung besorgt. And we thank you so much that you gave us such a wonderful message of health through your servant Ellen White. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns so eine wunderbare Botschaft über die Gesundheit durch deine Dienerin Ellen White gegeben hast. You gave us all these wonderful truths in order that character perfection may be attained. Du hast uns all diese Wahrheiten gegeben, damit wir einen vollkommenen Charakter entwickeln können. You gave us protection from the little organisms that are constructive, and you gave us also protection from those organisms which are destructive. Du gibst uns den Schutz dieser Mikroorganismen, die uns schützen, und gibst uns aber gleichzeitig auch den Schutz vor denen, die uns zerstören wollen. We are so strengthened and encouraged by the fact that science today is discovering the truths of yesterday that you already expressed through Ellen White. Wir sind so dankbar, dass die Wissenschaft heute und auch dadurch ermutigt, dass die Wissenschaft heute das entdeckt, was du uns schon lange gesagt hast durch Ellen White. May we implement these principles for our life and our well-being. Mögen wir diese Dinge umsetzen in unserem Leben zu unserem eigenen Wohl. Father, you are waiting for a perfect people with a reflection of your character. Vater, du wartest auf ein vollkommenes Volk, das dein Charakter widerspiegelt. May we be that people. Mögen wir dieses Volk sein. May we experience perfection and change in the way we think. And in the way we feel, by the way we live. Mögen wir diese Vollkommenheit erleben, in der Art und Weise, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir leben. We ask all these things in the precious name of Jesus. Wir bitten das alles im kostbaren Namen Jesu. Amen. Amen. So, the next is the opportunity for you, the viewers, to ask any questions. Als nächstes ist es eure Gelegenheit, liebe Zuschauer, eure Fragen zu stellen. For those of you who are watching us live on YouTube, the live chat is open for you to write your questions in there. Für diejenigen, die jetzt auf YouTube live zuschauen, der Live-Chat ist geöffnet für euch. Ihr könnt hier einfach eure Fragen da lassen. And for all those 9 people or 10 people that are here connected in Zoom, we would like to invite you also to feel free to ask questions. Und auch für die 10, jetzt sind es 11 Leute, die hier verbunden sind auf Zoom, fühlt euch frei, auch hier eure Fragen zu stellen. In Zoom, you could do that by unmuting your mic, and we would see that you want to ask a question, and we will give you the privilege to ask the question. Also im Zoom bitte einfach euer Mikrofon auf laut stellen, dann sehen wir das und dann werden wir euch die Gelegenheit geben, die Frage zu stellen. The first question, Brother John, was an interesting one or is an interesting one. Die erste Frage, Bruder John, ist eine interessante Frage. The coronavirus and the whole situation with the coronavirus, how does that compare to a normal seasonal flu? Also die erste Frage, wie diese ganze Coronavirus-Situation, wie kann man das also vergleichen mit einer normalen Influenza? From medical perspective, we had a look at some statistics in the United States. In the year 2017 and 2018, there were deaths of 61,000 only in the United States due to the seasonal flu. Also wir haben da ein bisschen uns das angeschaut, die Statistik, und da gab es auch sehr viele Tote in 2017 und 2018 durch diese Influenza.
And compare that to the coronavirus up-to-date death toll of 97,426 in United States up-to-date. How many? Sorry. 97,426 numbers. Und wenn man das vergleicht mit den heutigen Toten an COVID-19, ich glaube irgendwie. And this is in the United States. 97,000. Also 97,000 in den Vereinigten Staaten. Do you think that it is a bit more severe of a virus than just a seasonal flu, or how does that compare? Glaubst du, ist es gefährlicher als eine normale Influenza, oder wie kann man das jetzt vergleichen? It's a very interesting question and is also much debated and somewhat controversial. Es ist eine sehr interessante Frage, die wird auch sehr viel diskutiert, aber auch gleichzeitig eine kontroverse Frage. The CDC, the Center for Disease Control. Also die CDC, das ist Center, also das ist in Amerika so ähnlich wie das Robert Koch Institut in Deutschland. Is paying close attention to the various facts as they come. Die richten ihre Aufmerksamkeit auf die Fakten, die jetzt reinkommen. And they are very cautious to always underscore the fact that we still don't know enough. We don't know enough. Und sie betonen halt immer, dass wir immer noch nicht genug über dieses Virus wissen. And until we know more, we cannot be 100% sure. Und bis wir nicht mehr wissen, können wir nicht 100% sicher sein. But we do see the statistics that coronavirus now has exceeded in numbers the seasonal flu. Aber in der Statistik sehen wir, dass Coronavirus die normale Grippe übertrifft. We do also know the fatality rate, statistically speaking, is higher for coronavirus than it is for the seasonal flu. Und auch die Todesrate ist für den Coronavirus höher als für die normale saisonale Grippe. And there's also a difference in the which the viruses express themselves. Und dann gibt's auch noch einen Unterschied in Art und Weise, wie der Virus sich ausdrückt. What is coming to light is that coronavirus is also very dangerous for not just the elderly, but can also affect younger people. Also was auch mehr ans Licht kommt, ist, dass der Coronavirus nicht nur für Ältere gefährlich ist, sondern es kann auch Jüngere treffen. Initially, it was only stated that it affected people primarily and had a high death rate for people over 65. Also ursprünglich hat man gesagt, das ist nur wirklich gefährlich für Leute über 65 Jahre. And now we're finding out that there are people dying in their 20s, in their 30s and in their 40s. Und jetzt findet man, dass auch Leute sterben in ihren 20ern, 30ern, 40ern. And what is being closely watched now is what is termed the storm that takes place, the cytokine storm in the body. Could you repeat that? What is now being observed is the storm, the inflammatory storm that involves cytokines that takes place in the human body as a result of the coronavirus. Aha, und es wird jetzt immer mehr entdeckt, dieser Sturm eigentlich, der in uns stattfindet, wegen diesem Coronavirus. And what is being found is that the younger segment of our population that is dying as a consequence of an inflammatory response. Und was wir sehen ist, dass viele, die jünger sind, die daran sterben, eine Konsequenz ist der Immunreaktion. Eine Entzündung eigentlich. This immune response goes out of control. Also dieser Immunantwort gerät außer Kontrolle. And has deadly effects on the human body. Und hat eben tödliche Auswirkungen auf den Körper. So younger people are dying from stroke. Also jüngere Leute sterben plötzlich an Schlaganfall. And from other organ failures, liver, lung. Und anderen Organversagen, Leber, Lungenversagen. So this is something that is new information and is different than the seasonal flu. Also das ist neue Information und ist anders als die saisonale Grippe.
And it's resulting in new challenges for healthcare, how to manage the immune response, not just to deal with the virus. Und das, das steht die Gesellschaft quasi oder das Gesundheitssystem vor einer neuen Herausforderung. Wie reagieren wir auf diese erhöhte Immunantwort? So this novel virus presents new challenges that are unique to itself. Also dieses neue Virus bringt neue Herausforderungen, die einzigartig sind. Thank you very much. Thank you. There was another question also. You spoke about the microorganisms that affect our brain and its function for bad or for good. Now, how is that changing anything? How is fasting changing anything in this balance, I guess? Very good question. Fasting, yes. Yes, very good question. Wie kann das Fasten zum Beispiel in dieser Zeit uns helfen? That is a very good question. And information in research is showing that fasting actually has very, very beneficial effects on the body. Also das Fasten hat einen sehr, sehr positiven Einfluss auf den Körper. Especially when we take into consideration even a principle that Ellen White mentioned long time ago that has not been given much attention to. Besonders wenn wir ein Prinzip betrachten, das Ellen White schon lange gegeben hat, aber zu dem wir nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. You know, many of us eat 3 meals a day. Viele von uns essen 3 Mahlzeiten am Tag. But restrictive calorie intake like 2 meals a day can be considered not fasting, but not eating quite as often. Aber eine einfache Einschränkung quasi mit 2 Mahlzeiten würde man jetzt nicht als Fasten betrachten, aber man isst dadurch einfach weniger. And it has been shown by various studies, very recent studies. Und es hat aktuelle Studien haben gezeigt, that food intake restriction, not as in 3 meals a day, but as in 2 meals a day or as in fasting, das Essen Beschränkung auf 2 Mahlzeiten anstelle von 3 oder Fasten actually leads to longevity. Zur Langlebigkeit führt. So now there are many, many articles and many books out by very prominent physicians that advocate this principle from a longevity perspective. Also es gibt jetzt sehr viele, die darüber sprechen, eben aus der Sicht für die Langlebigkeit. And for example, the title of one book is How to Die Young. Und der Titel zum Beispiel eines Buches ist Wie man jung stirbt. So, you will die, but you will hopefully not get old. And one of the principles is fasting and restricting the frequency of food intake and having much time between one meal and another. Nothing more than just simple principles like that. Also man wird sterben, aber die Frage ist halt, wie alt. Und das Prinzip einfach zur Langlebigkeit ist, die Essensaufnahme zu reduzieren, zum Beispiel einfach diese 2 Mahlzeiten anstelle der 3 Mahlzeiten. Now, from a microbiome perspective, in light of our study today, diese mikrobiologische Perspektive von dem Studium heute. There are also beneficial effects by gibt es having auch Vorteile durch eine lange Wartezeit zwischen den Mahlzeiteinnahmen. Thank you very much. That's a fantastic answer. We have someone from YouTube Live asking a question, or actually a series of questions, as I understand it. It's in German. Would you be able to read them, Fabian? Mm-hmm. Yes. Hello, beloved ones. When do we talk about it that God is our physician? How can we grasp this thought? How can we learn to believe that God is our physician? That's the first question.
And then there was more like a statement in the end time. No one will explain to us what a virus is. And then there is another question, but I think I leave this first question. So the question mainly is, when do we talk about that God is our physician, and how can we learn to believe that and trust in that? How do we know God is our physician? Auf Deutsch noch. Hallo ihr Lieben, wann sprechen wir darüber, dass Gott unser Arzt ist? Wie können wir diese Gedanken fassen? Wie können wir lernen, das zu glauben? Gott mit euch. Und dann war noch hier eine Aussage, in der Endzeit wird uns niemand erklären, was ein Virus ist. Yes, I believe this is an important concept to grasp the understanding that God is our physician. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Konzept, das zu verstehen, dass Gott unser Arzt ist. A lot of that has to do with our mindset, the context in which we think and the context in which we see and understand God. Sehr viel hat mit unserem Denken zu tun, also das Konzept, wie wir Gott sehen. I think if we accept God as our heavenly Father, ich denke, wenn wir Gott als unseren himmlischen Vater akzeptieren, and we understand the relationship between a father and a child, und wir das Verhältnis verstehen zwischen Vater und Kind, then we also understand how he relates to us from an aspect of parenthood. Dann verstehen wir auch, wie er sich zu uns quasi verhält, jetzt aus einer Sicht der Elternschaft. He is our protector. Er ist unser Beschützer. He is our instructor. Er ist unser Lehrer. He loves us. He cares about us. Er liebt uns. Er kümmert sich um uns. And he is our creator. Und er ist unser Schöpfer. He understands how we work. Er versteht, wie wir funktionieren. He made us. Er hat uns gemacht. He didn't speak us into existence. He formed us with his hands. Er hat uns nicht in Existenz quasi gesprochen, sondern er hat uns mit seinen Händen geformt. He knows everything about the insides of our bodies, things that science doesn't know. He knows how everything works. He made it. Er weiß, wie alles funktioniert, alle unsere inneren Organe, wo die Wissenschaftler überhaupt eigentlich keine Ahnung haben. Er hat's gemacht. And he is our redeemer. Und er ist unser Erlöser. He wants our well-being. Er möchte unser Bestes. So he cares. He loves us. Also er kümmert sich, er liebt uns. As we look at the life of Christ here on earth, wenn wir uns das Leben Jesu hier auf dieser Erde anschauen, we see that he spent more time in healing than he did in preaching. Dann sehen wir, dass er mehr Zeit zum Heilen verwendet hat als zum Predigen. So no matter from what angle you look at Christ, also ganz unabhängig aus welcher Richtung wir Christus betrachten, he is a physician first. Er ist zuallererst ein Arzt. And he wants to heal us. Und er möchte uns heilen von all den Krankheiten. So, as we view and understand God in this way, we will have an appreciation and a thankfulness for him as a physician and healer first. Also, wenn wir Gott so sehen, dann werden wir eine Wertschätzung haben und eine Dankbarkeit, und dass wir sehen, dass er wirklich unser Arzt ist, zuallererst unser Arzt ist. So, if we look through him through history, if we look at him through life on this earth, if we look at him to the messages he gave to the servant of the Lord Ellen White, we see him as a physician who cares and loves. Also wenn wir ihn durch die Geschichte anschauen, wenn wir auch anschauen, wie er gelebt hat und dann auch wie er all die Botschaften, die er seiner Dienerin Ellen White gegeben hat, sehen wir, dass er sich kümmert und dass er uns liebt. So I think our perspective and our view and our understanding of God helps us to recognize him as a physician. Also ich glaube, unsere Perspektive, wie wir Gott sehen, hilft uns dabei, ihn als unseren Arzt anzuerkennen. Absolutely, and he is the head of all science, as it were, on this earth, I guess, in the sense that he has created everything. He knows best. Absolutely. Absolut, also wie du gesagt hast, er ist ja der Schöpfer, er ist der Kopf und er weiß, wie alles funktioniert.
And there was another question, I think, Brother Fabian, if you don't mind reading out that last question on YouTube. Und dann war noch eine Frage, ich lese zuerst auf Deutsch. Wenn wir zur Endzeit so perfekt sein müssen, um gerettet zu werden, wie erreichen wir diesen Zustand? And now in English, if at the end times we need to be perfect to be saved, how do we achieve this condition? Or yeah, this is a very good question. How do we attain perfection? The answer to this is a study in itself. Das ist eine sehr gute Frage. Wie erreichen wir diesen Zustand der Vollkommenheit? Und die Antwort zu dieser Frage ist, das ist ein Studium für sich selbst. But just to respond to it in short. Aber nur um es kurz zu beantworten. I want to be clear and communicate that this is not something we can do in and of ourselves. Also ich möchte ganz klarstellen, das ist nicht etwas, was wir aus unserer eigenen Kraft tun können. It is impossible for us to work out the works of salvation ourselves. We cannot be perfect in and of ourselves. Also es ist unmöglich, dass wir selbst quasi die Perfektion uns erarbeiten für unsere Errettung. I believe that the conference theme that you had to a great extent answered that question. Ich glaube, dass dieses Konferenzthema, das ihr hattet, zu einem sehr großen Teil diese Frage beantwortet. Because it brought in the role of the Holy Spirit. Weil es die Rolle des Heiligen Geistes eingebracht hat. So it brought in that aspect of the Godhead, the role of the Holy Spirit in regards to our salvation and in regards to being ready when Jesus comes. Also es hat diesen Teil der Gottheit mit reingenommen, die Rolle des Heiligen Geistes und wie uns vorbereitet, Jesus zu begegnen. So in short, might I put it this way? Also ganz, es ganz kurz zu fassen, lass es mich so ausdrücken. Man must do what man can do. Der Mensch muss das tun, was der Mensch tun kann. And God does what man cannot do. Und Gott macht das, was der Mensch nicht tun kann. So God works and man works. Also Gott arbeitet und der Mensch arbeitet. And that joint partnership. Und diese diese Partnerschaft, diese gebildete Partnerschaft. Results in perfection, allowing God to do for man what man cannot do for himself. Endet in Perfektion, indem der Mensch das zulässt, dieses Werk zulässt, was der Mensch nicht für sich selbst tun kann, dass Gott dieses Werk tut. Now, what are some of the things we can do in light of this health subject we had today? Was sind so manche Dinge, die wir tun können im Bezug auf dieses Studium zum Beispiel, was wir hatten? We can implement some of the principles of healthy living. Wir können zum Beispiel dieses gesunde Lebensstil, diese Prinzipien darin, die wir gefunden haben, anwenden. The things we do in relation to our health are our personal choices. Und diese Dinge, die wir tun für unsere eigene Gesundheit, sind unsere eigene Entscheidung. God is not going to set the menu before us, if you will. Also Gott wird uns nicht quasi das Menü sozusagen servieren und uns dazu zwingen, das zu essen. We must implement the health principles. We must implement rest, proper rest. Also wir sollen diese Gesundheitsprinzipien in unserem Leben implementieren. Also zum Beispiel genügend Ruhe. We need to implement the principles of exercise. Wir brauchen dieses Prinzip der Bewegung. If we don't implement all of the principles, we are living in deficiency. Wenn wir nicht all diese Prinzipien umsetzen, dann leben wir in einem Mangelzustand. So all of the 8 laws of health, implementing them as given to us by the servant of the Lord, will help us, will not earn us salvation, but will help us in being able to have clarity of thought, because the organ of salvation is the brain. Also diese 8 Grundsätze, diese 8 Naturgesetze, die Gott uns durch Ellen White auch klar gemacht hat, das sind eigentlich die Gesetze, die uns nicht die, wenn wir das umsetzen, das verdient uns nicht Erlösung, aber es bringt uns Klarheit in unserem Verstand und in unserem Gehirn, und das Gehirn ist das Organ, das mit Erlösung zu tun hat. We are living in a degenerate age. We are 6,000 years from creation. Wir leben in einem sehr degenerierten Zeitalter, 6,000 Jahre seit der Schöpfung.
Our brains are not how God made us originally. Unsere Gehirne sind nicht so, wie Gott uns ursprünglich gemacht hat. So God gave us these wonderful health principles to be able to have the greatest clarity at a most deformed state for us as human beings. Also Gott gab uns diese wunderbaren Gesundheitsprinzipien, damit wir, auch wenn es jetzt so degeneriert ist, trotzdem noch einen klaren Verstand haben können. That heaven can communicate to man through his mind. Dass der Himmel zu uns sprechen kann durch unseren Verstand. I hope in short that sort of gave some little insights into the question. Ich hoffe, dass das kurz einen Einblick gegeben hat in diese Frage. Thank you very much, Brother Bear. I definitely think that the question was answered, and I hope the person who asked the question was satisfied with the answer as well. Danke, Bruder Bär. Ich glaube, das hat definitiv die Frage beantwortet, und ich hoffe auch, dass die Person, die gefragt hat, die Antwort hier gefunden hat. There is another question on YouTube from Cornelia, and the question stands as. Und noch eine Frage von einer Schwester Cornelia. Should I read it in English or would you like to go first? It's up to you. Okay. So Cornelia asks, it is expected at the end of the time to see more diseases of all kind as this pandemic. Is there a way for us to keep ourselves protected from that? And then another question goes, is it a way for us to cooperate with the great physician in this sense? Or just sit back and wait for the Lord to act? So I think two separate questions here, more or less. And in German, also können wir erwarten, dass wir jetzt am Ende der Zeit mehr von diesen Krankheiten sehen werden, wie diese Pandemie? Und gibt es einen Weg, uns selbst davor zu schützen? Und dann heißt es hier, ist dieser Weg, also mit unserem großen Arzt zu kooperieren, oder sollen wir einfach nur uns zurücklehnen und warten, bis der Herr handelt? I believe the Bible teaches us that as we're coming closer to the end of time, ich glaube, dass die Bibel lehrt, dass wenn, also je näher wir dem Ende der Zeit kommen, pestilence will increase. Krankheiten zunehmen werden. There's going to be earthquakes, there's going to be all of those end time events, but there will also be diseases and pestilences affecting human beings. Also es wird Erdbeben geben, es wird aber auch vor allem Krankheiten geben, die Menschen plagen werden. So as we look at healthcare, we see that new diseases are coming into existence that never existed 10, 20, 30, 40, 50 years ago. Also wir sehen jetzt, dass neue Krankheiten aufkommen, die vor Jahrzehnten noch nicht existiert haben. I'm reminded of the AIDS virus. Zum Beispiel erinnere ich mich gerade an das AIDS-Virus. In 1984, when that virus first affected human beings. In 1984, als dieses Virus das erste Mal Menschen betroffen hat. It was said that we will find a treatment, we will find a vaccine, we will find a cure for this condition. Wurde gesagt, wir werden eine Behandlungsmöglichkeit dagegen finden, wir werden eine Impfung dagegen finden, um diese Krankheit zu bekämpfen. And we find that even now today there is no cure for AIDS. Und wir sehen, dass sogar heute noch immer keine Behandlungsmöglichkeit für AIDS gibt. And so as we look through time, we see new conditions coming into the scene of humanity, for which there are no cures, no remedies, and no solutions. Und wir sehen jetzt, während die Zeit zunimmt, dass neue Arten von Krankheiten aufkommen, für die es kein Heilmittel gibt und auch keine Lösung gibt von menschlicher Sicht. Yes, treatment modalities are improving and people are living longer, but they are still not cured. Ja, Behandlungsmöglichkeiten werden vielleicht besser und man erhält quasi ein bisschen länger das Leben der Menschen, aber sie sind nicht geheilt. And I believe that as time goes on, we will see more and more of these conditions presenting themselves. They are a sign of the times in which we live in. Und ich glaube, dass je länger wir jetzt hier auf dieser Erde leben, desto mehr werden wir von diesen Sachen sehen. Es sind Zeichen der Zeit. So what can we do? What can you and I do as human beings
to live in the sick world that we find ourselves in? Also, was können wir tun? Was können du und ich tun, um in dieser kranken Welt zu leben? I believe the answer can be just stated very simply. Ich glaube, die Antwort kann sehr einfach dargestellt werden. First of all, we need to trust God. Zuallererst sollen wir Gott vertrauen. We need to implement and practice the health principles that he has given us in his word. Wir sollen die Gesundheitsprinzipien, die er uns in seinem Wort gegeben hat, implementieren und praktizieren in unserem Leben. And as we do our part, und während wir unseren Teil tun, we can trust God and give our lives to his care and to his keeping. Können wir Gott vertrauen und unser Leben seiner Fürsorge anvertrauen. It doesn't mean that if we follow the principles of health, we will not be affected by the diseases of this world. They are the consequence of sin. Das heißt nicht unbedingt, dass wenn wir diesen Gesundheitsprinzipien folgen, wir völlig verschont bleiben von diesen Krankheiten, weil es sind die Konsequenzen der Sünde. But we can be assured that we are doing our part to sustain health and well-being. Dass wir unseren Teil tun, um Gesundheit und Wohlgefühl zu erhalten. I hope this answers the question to some extent. We as health reformers also get cancer. We as health reformers also suffer from heart disease. These are the consequences of the sinful world we live in. But we trust our keeping to Jesus Christ. Also wir als Gesundheitsreformer, wir kriegen auch Krankheiten wie Krebs. Ja, aber wir vertrauen einfach unseren Arzt. Fabian, yes, you have a question as well. Yeah, I just wanted to ask, should I go English first or German? I go English first. Regarding this point, there is this Bible verse in, I think, Exodus, that God is saying that if you follow my commandments, I will not lay upon these all these diseases from the Egyptians. And could it be that, I mean, if we totally rely on the health principles from our part, is it even possible that cancer develops in our body? Or may it be that we may transpasses one of the health laws? For example, stress, because we can eat very healthy and we can have unhealthy stress and cancer will for sure develop, for example. So I'm just thinking, of course we don't know how we die, and God can lay us to rest earlier, but I'm thinking of this Bible verse. Is it not more or less, if we do our part and really try to keep these health principles, that he will also sustain us healthy? Also kurz, die Frage ist einfach, wenn man sich an diese Gesundheitsprinzipien hält, ob es dann überhaupt möglich ist, dass man zum Beispiel Krebs entwickelt, oder hat das vielleicht damit zu tun, dass man eines zumindest dieser Gesetze bricht, zum Beispiel, dass man Stress hat oder Trauer hat oder was auch immer, dass man vielleicht psychisch zu kämpfen hat und sich vielleicht trotzdem super ernährt. Weil es gibt diesen Vers in Mose, wo es heißt, dass wenn du all diese Gebote hören und befolgen wirst, will ich dir keine Krankheiten der Ägypter auferlegen. Also wie hängt das zusammen? Wenn wir Krebs bekommen, ist das dann einfach, dass Gott das zulässt? Oder ist es, dass wir vielleicht übertreten den Naturgesetzen? It's a very good question, and that Bible text in Exodus is one that I have thought about over the years. Das ist eine gute Frage, und dieser Bibeltext in Exodus, über den habe ich mir viele Jahre Gedanken gemacht. I would like to say that our health and well-being is dependent on many factors, as you have expressed. Also unsere Gesundheit ist sehr abhängig von vielen Faktoren. Now, there's also the concept of genetics. Es gibt auch die Genetik zum Beispiel. Genetics
is what you are given, that you had no choice at birth. Genetik, das wurde dir gegeben, da hattest du keine Entscheidungskraft. And we see that many diseases have familial or genetic propensities or tendencies. Und man sieht einfach, dass Genetik, dass viele einfach diese Vorbelastung haben durch die Genetik. So it's not always what you did, but what our ancestors did, how also they lived. Oftmals geht es so, dass nicht so sehr darauf ankommt, wie du gelebt hast, sondern wie deine Vorfahren gelebt haben. So genetics we cannot change. Also Genetik können wir nicht ändern. But we can have an effect on epigenetics. Aber wir können einen Effekt auf Epigenetik haben. The epigenetic effect is how the genetics are expressed in our lives. Also die Epigenetik geht darauf ein, wie sich die Gene ausdrücken in unserem Leben. Now the laws of health, how we exercise, how we sleep, all of these things will not change our genetics, but may change the expression of our genetics through epigenetics. Also diese Gesundheitsgesetze, die werden nicht unsere Gene verändern, aber unsere wie diese Gene zum Ausdruck kommen. So, yes, we can have an impact on how we live and how diseases affect us, but we must still recognize we live in a sinful world. Ja, also wir können, and the wages of sin are death. We will all die. Also wir können einen Einfluss haben, aber wir können eben nicht unsere Gene ändern und wir werden alle sterben, weil wir in dieser sündigen Welt leben, weil der Sünde sollte der Tod ist. And as you brought out, there are a lot of subtle factors like stress. Stress has a huge impact and it is something that can affect us as Christians. Might I just add, a Christian life can be a stressful life if we're not careful. Ja, und da gibt es eben so viele Faktoren wie eben den Stress, weil ein christliches Leben kann auch sehr, sehr stressvoll sein. I would like to suggest as reformers, as Seventh-day Adventist reformers, we should be a happy people. Und ich möchte vorschlagen, dass wir als Sieben-Tags-Adventisten-Reformer ein sehr glückliches Volk sein sollen. Our Christian experience should not be a drudgery or a burden, but should be a joy. Unsere christliche Erfahrung soll keine Last sein, sondern soll eine Freude sein. And if we have an attitude of happiness and of joy and of peace, it will have a benefit on our health. Und wenn wir diese Einstellung haben von Frohsinn und Glück und Frieden, dann wird das einen Vorteil haben für unsere Gesundheit. See, there are many dimensions to healthful living. Also es gibt sehr viele Sachen, die man betrachten muss für ein gesundes Leben. It's not always what we eat, it might be what eats us. Ja, es ist nicht immer nur das, was wir essen, sondern was uns isst. May God help us to grow in the understanding of healthful living. Dass wir mehr verstehen von diesem gesunden Leben. May I add a saying here, because I find this point with the genetics very interesting. And that's, I think, what's really important. And there is this saying, which I really like, because some people are taking that as an excuse. I don't know if you know that. Yes. They're saying, yeah, it's my genetics. I cannot do something against it. But I know this saying, and I really liked it, that the genetics loads the gun, but lifestyle pulls the trigger. Correct. And I think that's a concept which we really can lean on. Correct, correct. Also da gibt es so auch einen Spruch, den ich sehr, sehr gerne mag, dass die Genetik zwar die Pistole lädt, aber der Lebensstil den Abzug drückt. Thank you very much. I think we have time for one more question. And if anyone here in Zoom would like to ask that question, we could take that. Also wir haben noch, denke ich, eine Zeit für eine Frage. Vielleicht möchte jemand in Zoom hier eine Frage stellen. And thank you very much, Brother Bear, for answering so extensively our questions. Und danke, Bruder Bear, dass du so ausgiebig unsere Fragen beantwortest. I wish we could do better in person, but I hope and pray that this was better than nothing at all. Absolutely. Ja. From our side, it was fantastic and we really, really enjoyed it, Brother Bear. And we're sorry that you had to wake up so early, but... The Lord will bless you for this as well. It's
It's my pleasure. Is there another question that we would like to take from anyone here in Zoom or perhaps in YouTube? Gibt es noch eine Frage hier in Zoom oder auf YouTube? If not, then perhaps we can close the meeting. We would like to thank you once again for participating in this online conference, Brother Bear. It was a great pleasure to have you here. Wir danken dir sehr, Bruder Bär, dass du teilgenommen hast und dir die Zeit genommen hast für dieses Meeting. We have learned a lot. I personally have learned. It's amazing what you have presented, that the little things in life can make such a huge effect upon how we live and how we are. Ich persönlich habe dadurch sehr viel gelernt und es ist wirklich wunderbar, wie du aufgezeigt hast, wie diese kleinen Dinge letztendlich das beeinflussen, wer wir sind und wie unser Schicksal aussieht. And I like the appeal that you made that we should be very, very careful how we do the little things in our life that will have a huge effect. Und mir gefällt auch sehr gut, wie du gesagt hast, wenn wir diese kleinen Dinge auch in unserem Leben tun, dass sie auch einen großen Effekt haben, auch ins Positive. And I think you just reiterated what Brother Eli presented yesterday in his divine service. Und ich glaube, du hast einfach auch wiederholt, was Bruder Eli gestern in der Predigt zu uns gesprochen hat. That we ought to be happy people, not sad people. Dass wir glückliche Leute sein sollen, keine traurigen. And that is also, we are a representation of heaven, aren't we? We are ambassadors for heaven. Und wir sind ja auch Botschafter. Wir sind ja auch Botschafter vom Himmel eigentlich. Wir repräsentieren gewisserweise auch Gott. And if we walk on this earth with long faces, the people would not want to be in that home that God has prepared for us. Und wenn wir immer griesgrämig herumlaufen, dann wollen die Leute eigentlich gar nicht dort sein, was Gott für uns vorbereitet. So thank you very much again once again for reiterating that very, very good principle. Danke nochmal, dass du das wiederholt hast, dieses sehr wichtige Prinzip. Now I would like to ask Brother Alex, who is our field leader here in Austria. Nun möchte ich Bruder Alex bitten, der unser Feldleiter hier in Österreich ist. To say a few words and perhaps then we can close the entire conference. Noch ein paar Worte zu sagen und dann können wir diese ganze Konferenz abschließen. Wir hören dich noch nicht, Alex. So möchte ich euch auch noch einmal begrüßen an diesem Sonntag und ich möchte euch danken, dass ihr dabei wart bei unserer, wie soll ich sagen, das war das erste Mal, eine Konferenz über die Internetmedien zu machen. Ich danke allen Sprechern, die dabei waren, die sich bereit erklärt haben, zu uns zu sprechen. Ich danke dem Herrn ganz besonders auch für die Zeit, die er uns gegeben hat, auch für die Idee, die er uns hier gegeben hat. Und ich hoffe und ich bitte auch dem Herrn, dass wir dadurch sehr viele Menschen und Herzen berührt haben, getroffen haben und dass es uns dazu hilft, dass wir weitergehen auf unserem Lebensweg und dass wir es schaffen, unser Ziel zu erreichen, und zwar die Vollkommenheit in Christus. Wir haben sehr viel gehört, geistliche Themen, aber auch jetzt, wie wir jetzt gehört haben, über Gesundheitliches, Praktisches. Und ich denke, wir haben das Gefühl, oder ich habe ein Gefühl bekommen, dass nicht wir uns den Glauben ausgesucht haben, sondern dass Jesus Christus uns ausgesucht hat, dass er für uns gestorben ist und dass er uns erretten möchte.
Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Denn wenn wir erkennen, dass sich jemand um uns Sorgen macht, sich jemand um uns bemüht und so viel auf sich genommen hat, nur wegen mir, dann können wir eine andere Sichtweise bekommen. Und es wird uns vielleicht auch leichter fallen, diesen Weg zu gehen, den wir eingeschlagen haben. Ich möchte euch aus Johannes 16, Vers 15, da lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wenn wir das Gefühl haben, Auserwählte zu sein, Auserwählte zu sein in dieser Welt, um Lichter zu sein, so wie wir gehört haben, nicht nur Lichter, sondern auch Vorbilder, dass wir den Menschen zeigen, wer ist unser Freund, wer ist unser Vater, so wie Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich zeige euch meinen Vater. Ich lebe euch vor. Und ihr kennt meinen Vater, weil ihr mich kennt. Und das ist das Ziel, was der Heiland für uns hat. Und deswegen haben wir auch sehr viel über den Heiligen Geist gehört. Denn der Heilige Geist gibt uns die Kraft, gibt uns das Verständnis, gibt uns das neue Herz, das wir benötigen, um eben in dieser Welt Christus zu repräsentieren, ihm nachzufolgen und auch andere Menschen dazu ermutigen, ihm nachzufolgen. Für mich war auch wichtig, dass wir vielleicht aus dieser Konferenz, aus diesen geistigen Studien mitnehmen, dass der Herr einen jeden von uns Gaben gegeben hat, Gaben und vielleicht auch Talente gegeben hat, die er mit unserer Hilfe gerne einsetzen möchte in dieser Welt. Und da ist auch wiederum der Heilige Geist notwendig, damit wir unsere Talente und unsere Gaben recht für den Herrn einsetzen können. Ich möchte dem Herrn noch einmal danken, dass er uns diese Gelegenheit gegeben hat, dass er mit den Sprechern war, dass wir gespürt haben, dass der Geist Gottes mit oder durch sie zu uns gesprochen hat und dass wir ganz besonders auch jetzt durch diesen Virus, durch diesen Ausnahmezustand in der Welt, dass wir das auch als Segen erkennen und sehen, denn der Herr möchte uns aufrütteln und er möchte uns zeigen, nicht hier auf dieser Welt ist eure Heimat, sondern im Himmel. Nicht hier ist diese Hochzeit, sondern im Himmel wird die Hochzeit stattfinden. Bereitet euch vor. Bereiten wir uns vor, das ist die Frage, die wir uns stellen können, stellen dürfen und vielleicht auch stellen müssen. So möchte der Herr uns helfen und ich wünsche euch Gottes Segen für die nächste Zeit, die vor uns liegt. Ich wünsche euch Kraft, Vertrauen, Freude im Herrn, sodass wir diese Zeit auch gemeinsam durchstehen, denn so wie die Welt redet, ist es noch nicht ausgestanden. Es wird noch viel auf uns zukommen, wie wir auch jetzt gehört haben. Es wird nicht der letzte Virus sein, der die Menschheit bedroht. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen, denn wir wissen, wohin das führt. Und das ist unsere Heimat, auf die wir warten. Ich möchte der Herr uns helfen, dass wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen können, ja, nicht, dass wir das für uns behalten und alleine dorthin gehen, sondern dass wir viele Menschen mitnehmen. Und das war auch jetzt ein Versuch, ein Medium, das wir genutzt haben, diese Online-Konferenz, um möglichst viele Menschen auch zu erreichen, auch wenn wir uns nicht an einem Platz versammeln dürfen. Und ich möchte auch noch einmal danken für alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses funktioniert hat, dass die Live-Schaltungen funktioniert haben, dass die Übersetzungen funktioniert haben. Ich möchte denen danken, die sich Zeit genommen haben, die früh aufstehen mussten oder spät am Abend oder mitten in der Nacht, ja, dass sie bereit waren, zu uns zu sprechen. Dafür möchte ich danken. Ich möchte dem Herrn danken. Und
Ich möchte ganz besonders danken, dass dieser Shutdown oder diese strengen Maßnahmen, die beschlossen wurden, sich auch jetzt wiederum lockern und wir jetzt wiederum Möglichkeit haben, hinauszugehen. Möchte der Herr euch segnen und ich möchte euch einladen, dass wir zum Abschluss noch ein Lied gemeinsam hören. Danke, 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 lieber Gott, wir danken dir. Danke, 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 danke sagen wir. Lässt uns deine liebe Sonne scheinen, lässt auch mal die Regenwolken weinen. Danke, danke, danke. Danke, 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 lieber Gott, wir danken dir. Danke, 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 danke sagen wir. Bist bei uns, wenn wir beim Spielen lachen und auch wenn wir Schulaufgaben machen. Danke, danke, danke. So möchten wir auch jetzt noch einmal unsere Knie beugen zu einem Gebet. Lieber Vater in dem Himmel, so kommen wir am Ende unserer gemeinsamen Zeit über das Internet auch wiederum vor deinen heiligen Gnadenthron. Ich möchte dir danken, dass wir diese Zeit, dass du sie uns geschenkt hast, dass wir sie miteinander verbringen durften. Ich möchte dir danken, dass wir auch Sprecher hatten rund um die Welt und dass es so gesegnet war, auch diese Internetverbindung, dass wir alle es gut verstanden haben und auch die Predigten und diesen Gesundheitsvortrag gut verfolgen konnten. Ich möchte dir danken, dass du uns diese Prediger und Brüder schenkst, die sich auch hier mit deinem Wort so gut beschäftigen und uns erklären können, sodass auch wir, die Zuhörer, dass wir auch verstehen, wohin der Heiland uns führen möchte. Möchtest du helfen, dass diese Unterweisungen nicht umsonst waren, sondern dass sie uns erneut den Weg zeigen, dass sie uns erneut aufzeigen, wo wir gehen sollen, dass wir erneut aufgeweckt werden, um unseren Blick nicht von dir zu wenden, lieber Heiland. Ich möchte dir danken, dass du in deiner Weisheit den Heiligen Geist gesandt hast, dass du wiederum zurückgegangen bist in den Himmel, in das Allerheiligste, wo du für uns dienst. Ich möchte dir danken, lieber Vater, dass du den Geist in diese Welt schickst, damit er uns führt und lenkt und leitet. Und dass er uns den Verstand gibt und die Weisheit, dass wir deinen Willen besser verstehen können. Ich möchte dich bitten, vermehrt um deinen Geist, dass du ihn in unsere Herzen und unsere Kinder ausschütten möchtest, so dass wir erfüllt werden davon und dass wir es hinaustragen in diese Welt und dass wir Lichter sind,
die durch dein Licht erhellt sind und nicht durch unsere eigene Kraft. Möchtest du uns dieses Verständnis geben, dass wir nur diese Vollkommenheit erlangen können, wenn wir uns, unsere Herzen dir zu Füßen legen und mit Demut und mit reuigen Herzen vor dir alles unsere Sorgen und Gedanken ausschütten und so, dass du durch uns wirken kannst. Ich möchte dir danken, dass wir diese Zeit hier gemeinsam verbringen durften. Ich möchte dir danken, dass du uns noch Gnadenzeit schenkst. Aber ich möchte dir auch danken, dass du bald kommen wirst in den Wolken des Himmels und dass wir dich bald sehen dürfen. Und zwar bei einem gemeinsamen Abendmahl, wo du auch mit uns am Tisch sitzen wirst. So möchte ich dich für alles loben und preisen und möchtest du einen jeden Einzelnen segnen, der hier an diesem Wochenende mit dabei war. Möchtest du auch die segnen, die sich Zeit genommen haben, zu uns zu sprechen. Möchtest auch die segnen, die alles im Hintergrund geleitet und gelenkt haben, sodass alles funktioniert hat. So möchte ich dich für alles loben und preisen. In Jesu Namen. Amen. So möchte ich euch Gottes Segen wünschen und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder richtig sehen können, uns umarmen können und auch mehr Zeit haben dürfen, um uns wiederum auszutauschen. Der Herr mit euch. Amen.